So, liebe Leute, es beginnt nun der Football Chuck Cup der Weltraumtour 2023. Und wir starten direkt los mit unser wunderschönes Eiscreme, ne? Mit dem Kometenfahrzeug, was in der letzten Weltraumtour eine große Rolle gespielt hat. Ne? Es gab schon mal eine Weltraumtour. So, damals hat gesagt, dieses Fahrzeug hat damals eine große Rolle gespielt mit Feuer Rosalina. So. Ich meine, da kam die Strecke Regenbogen Boulevard. Ja, 3DS raus. So. Möchte doch schon ein bisschen. Ja, manche Strecken muss man schon das Handy anders festhalten, sonst verliert man. Sind nicht alle so einfach. Gerade die hier mit den schönen Steinen, ne? Mit den Twomps sozusagen. So, und wir haben den schönen Luma-Gleiter, den wir auch erworben haben, per Edelsteine. So. Das war eine Tour davor. 1 oder 2. Und wir haben es geschafft, mit unserer wunderschönen Eiscreme zu gewinnen. Ja, die erste Strecke des Football Chuck Cups. So. So, jetzt kommt die Cheap-Cheap-Insel. Ne? Und ich würde sagen, die machen wir mit unserer süßen Summer Daisy und ihrem sexy Bikini. Ne? Und passend dazu gibt es extra noch hier einen schön getragenen frischen Schuh von Daisy. So. Mit der Feuerblume. Passt doch perfekt. Nein, natürlich nicht. Für die nehmen wir, würde ich sagen, ein Surfbrett. Passt besser, sieht besser aus. So, wie ihr seht, die Blume, die ist jetzt auch auf Level 7. War wirklich auch nötig, um, wie gesagt, in der Rangliste hochzukommen. So. Das ist ein schönen amerikanischen getragenen Schuh von Daisy. Ne? Riecht noch richtig schön nach ihr. So. Dann wollen wir gucken. Der Schuh, der Level 6 ist. So. Der spielt übrigens noch in der zweiten Ranglistenwoche eine große Rolle, dieser Schuh. So. Jedenfalls für mich. Nicht nur, weil ich auf Füße stehe, sondern in Schuhe, weil, sondern braucht dieses Item zu gewinnen. Mit Yucata Peach. In der Geisterwelt. Des Feuer Rosalina Cups. So. So, konzentrieren wir wieder hier. Yeah! What? Der goldene Fisch hat ihn gerettet. So, das ist hier Astronaut Toad, ne? Der vor uns fährt, so richtig schön gemütlich mit seinem Fisch. Den könnt ihr euch in der zweiten Woche könnt ihr euch den kaufen im Shop, ne? Für wunderschöne 105 Rubine. Wie gesagt, um Toadette zu bekommen, das war wirklich eine Strapaze. Aber ich wollte die auch unbedingt haben, weil ich für diese Tour extra eine DX-Version gemacht habe. Und diese beinhaltet die Fahrer nur, die Fahrer besser gesagt, Weltraum Toadette, Weltraum Toad und Weltraum Mario. So, und wir haben es geschafft mit dem schönen Schuh. Jetzt ist er noch schwitziger.
So. Klingt besser. Ja, jetzt kommt noch eine Strecke. Und zwar ist das das Gebia-Buchtal. Okay. So, ich würde sagen, für diese Strecke nehmen wir... nehmen wir mal das weiße Mii-Kostüm. Passend zu den Buhus. Ne? Und wir nehmen das weiße Birdo-Auto. Und wo wir schon von Schuhe und so geredet haben, nehmen wir jetzt noch die wunderschönen Käse-Katzen-Ballons. Katzenpfoten-Ballons. So. Wollen wir mal. Ach, jetzt kommt das. Okay, ich habe jetzt gedacht, das ist die andere Strecke. Aber die heißt da NES-Geistertal. Egal. Jetzt haben wir das genommen. Egal. So. Dann wollen wir mal. Ey, auf mich zu schubsen, du blöder Geist. So, jetzt machen wir einen Dreier hier. Einen Dreier mit Desi machen wir jetzt hier, ne? So. Ja, früher habe ich immer gedacht, der rote Panzer ist das beste Item, was man bekommen kann in Mario Kart. Um gut und schnell Punkte zu bekommen. Doch ich finde, die Münzbox... Und vor allem das 7er Item, das ist wichtiger. Um groß rauszukommen. Ja, und diese Box ist auch natürlich auch mal wichtig, ne? Denn die zerstört den blauen Panzer. Früher war es ja immer so, dass man dem Panzer überhaupt nicht entkommen konnte, ne? Aber das hat man ja geändert. Mit der wunderschönen Hupe sozusagen, dieses Hupen-Item. Ne? Also nicht Daisys Hupen, sondern hier dieses Hupen-Item. So. So, und wir haben es geschafft mit unserem schönen weißen Mii-Outfit und dem weißen Bödo-Fahrzeug. So, sind wir erster Platz geworden. Sehr schön. Und einen neuen Rekord aufgestellt. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Nein, das war natürlich ein Scherz. So, dann folgt als nächstes der Katzen Peach Cup. Also freut euch drauf.